Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer Folge von Varro. Varro. Mo, es ist Varro. Minecraft Varro. Mo, bist du bereit, um Server zu joinen? Ich bin bereit. Drei, ich bin bereit. 1 und einloggen. Go. Und sneaken, 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 sneaken. Dun, 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 dass jetzt hier irgendwelche Monster sind. Und das wäre ziemlich blöd, ja, wenn ihr Monster sind. Aber sei mal leise ganz kurz. Ich habe nämlich extra Fackeln und sowas hier im Ofen gelassen. Beziehungsweise Fackeln sage ich schon. Ich sage extra Sachen im Ofen gelassen. Einfach um herauszufinden. Mo, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Geh du hoch, Dingens holen, okay? Hier ist Wasser. Der Eimer. Hier, pass auf, mach dir zwei Eimer Wasser. Warte, ich mach dir noch einen Eimer. Dann holst du Wasser für die unendliche Wasserquelle. Und dann können wir nämlich anfangen, hier geil nassen Spaß zu haben. Ich fahre mit der zweiten Quavias. Leute, folgendes. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit hier einfach meinen Ofen weiterbrennen lassen, weil ich mir schon gedacht habe, dass irgendein Koordinaten geleakt, irgendein Pisser nämlich vielleicht anfängt, hier nach uns zu suchen. Dementsprechend, meine Freunde, habe ich das Ganze einfach mal quasi im Ofen liegen lassen, um den Fortschritt zu begutachten. Wo ging's denn hier hoch, Alter? Mo, sag mal, bist du dumm? Bist du auf den Kopf gefallen, Junge? Ah ja, hier, okay. Zara Moritz! Also, Moritz. Mein Ruf geht kaputt, nicht deiner. Moritz, mein Ruf geht kaputt, nicht deiner, Moritz. Es reicht mir jetzt, hoch mit dir. Ach, sind ja welche auf dem Server, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Logo, Gomma HD, Freaks, Minus Dude und ja, guck mal, das sind ja alles Junge, dann ist das ja voll gefährlich, wenn ich jetzt hochgehe. Das stimmt, es könnte passieren, dass du stirbst. Also versuch mal bitte. Leute, Varro ist auf jeden Fall ein Projekt, das nehmen wir beide gerade sehr ernst, ihr seht das. Und wir möchten natürlich auch gewinnen. Deshalb werden wir jetzt, wie gesagt, eine wunderschöne, unendliche Wasserquelle machen, meine Freunde. Ich gehe jetzt gar nicht hoch, weil in der Höhle war auch Wasser. Ja, aber nur eins. Denkst du? Ja, hol ich doch Wasser. Ja, sei mal vorsichtig, ne? Ja, wenn ich sterbe, bist du schuld. Ja, nicht, wenn du irgendwie oben Hepatitis oder sowas bekommst. Weil du mit einem Reh fickst oder sowas. Ich weiß es ja nicht, Junge. Sei ruhig. Ja, okay. Also, Leute, ihr seht's, wir sind wieder back am Start. Wir haben beide übertrieben Bock und sind gehypt. Wir werden jetzt auch ein paar Folgen mal ein bisschen uns equippen, meine Freunde. Am Ende der nächsten Folge werden wir jetzt auch wahrscheinlich, eventuell, vielleicht, ich weiß es nicht, Mo, vielleicht wechseln wir unser Platz, vielleicht bleiben wir auch hier. Vielleicht bauen wir eine Falle. Wer weiß das schon, Leute? Wir sind beide Rathaus Lockers. Vielleicht springen wir auch einfach in die Lava. Weil wir wissen nämlich nicht, was mit unserem Leben los ist. Wir sind beide ein bisschen gestört. Sag mal, wie lange brauchst du bis nach oben, Junge? Ja, ich sneak die ganze Zeit. Ja, warum? Ja, wenn hier jemand ist, was ist das für eine dumme Frage? Ja, als ob hier gerade jetzt jemand ist, Mann. Junge, in dem Chunk war keiner. Das habe ich gesehen anhand dessen, weil der Ofen nicht weiter gebrannt hat, Mo. An dem Hack, den du installiert hast. Richtig, genau. Am Chunk-Hack. Na, jetzt beeil dich mal bitte. Komm schon, Alter. Varro, meine Freunde, Varro. Oh, Minus, du wirst gleich gekickt, Alter. Scheiße. Der wird gekickt, Alter. Scheiße. Also ganz ehrlich, Mo, wenn oben jemand sein sollte, ja? Ja. Dann würde der ja auf uns warten, weil ich würde es einfach mal ausschließen, dass hier jemand einfach irgendwie in der Nähe rumdöpelt. Das würde mich einfach wundern. So, wir haben auf jeden Fall fast schon genug Eisen für den Anvil. Den können wir nämlich auch mal gleich craften, meine Freunde. Der ist nämlich ganz, ganz wichtig. Schätzelein, wenn du schon oben bist, möchtest du vielleicht ein bisschen Holz? Hä, wo gingst du denn hier raus, Alter? Ach, was brauchst du denn so lange, du Holzkopf? Was brauchst du denn so lange? Ohne Witz, da ist nur eine Treppe nach oben. Bau dich doch einfach irgendwie hoch. Junge, mach einfach mit zu. Ich hoffe, du hast Clean Store mitgenommen. Wahrscheinlich hast du es nicht getan. Warte. Nein, hast du nicht, oder? Warte. Junge, bist du geistig? Ja, hab ich. Hast du? Aber nur 17. Ja, das reicht doch für ein Zweierloch, du Spacken. Also Leute, wie gesagt, dann werden wir uns da unten erstmal schön ausstatten und dann wollen wir in der nächsten Folge, beziehungsweise in der übernächsten Folge mal anfangen, ein bisschen zu snipen. Ein paar Leute hier. Ihr wisst den Chaos machen, ihr wisst schon, meine Freunde. Und dunkel, ich geh nicht raus. Das ist, warum? Ja, wenn es dunkel ist. Ist es Nacht? Warte. Du weißt es nicht mal. Du sagst das einfach. Es ist Nacht. Echt jetzt? Ja. Dann komm wieder runter und bau schon mal das Wasser in der Höhle ab, du Affenkind. Ach, jetzt bin ich umsonst wie viele Minuten? 4 Minuten hochgelaufen. Ja, du hättest auch nicht sneaken müssen, du Affe. Mann, wir sind alleine mit Gomma im Server-Mo. Du musst doch mal ein bisschen Eier haben jetzt. Eier, wir brauchen Eier-Mo. Ja, wenn er einen Gommel-Mode anmacht? Ja, wenn er einen Gommel-Mode anmacht, dann werden wir halt getrollt. Dann ist das halt so. Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Diamanten hier finden, weil wir sind nämlich diatechnisch echt. Diamanten! Jawohl! Geilo, Alter! Junge, Sex! Mit Ankündigung! Ah, Sex mit Ankündigung, Alter! Oh yeah! Oh nice, Alter! Nochmal 5 fette geile Cock-Diamanten! Mh, das schmeckt, der geile Schwanz! Sehr geil, Alter! Huhu!
Sehr schön, Leute. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich Dias, nämlich 13 Stück. Da können wir uns aber vielleicht 13. Da können wir uns vielleicht beide eine Dia-Brustplatte machen, die verzaubern, Leute. Ja. Dia-Schwerter verzaubern wir wahrscheinlich nicht, weil das erstmal gerade keinen Sinn macht. Ich fahre auf jeden Fall mal weiter, Leute. Ich habe nämlich gerade eine Glückssträhne, glaube ich. Ich glaube, ich habe mich auch gerade vor Freude ein bisschen eingekackt. Kann gut sein. Pass bitte trotzdem wegen Monsters auf. Ja, ich leuchte alles. Oh! Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Zweite Wasserquelle unter Wasser. Unter der Erde, Mo. Echt? Ja, komm mal ran hier. Ich sag es dir. Meine Wasserquelle geht kaputt, nicht deine. Meine Wasserquelle geht kaputt, nicht deine. Pass auf, hier ist richtig viel Lava. Komm mal bitte zu mir schnell. Wo bist denn du? Ja, ich unter, wieder verlaufen, unter, Alter. Mo, bist du wieder bei unserer Base? Ja, ich bin in dem Tunnel. Ja, pass auf, dann komm, dann geh erstmal dahin, wo du gerade eben warst. So, ich baue jetzt hier vorne erstmal vor. Ich baue hier vorne erstmal zu. Ah, da dann vorne. Holst du mal. Halt deine Fresse. Hol, komm, wir gehen jetzt gemeinsam das Wasser holen. Ich mach ein bisschen Behindi-Betreuung mit dir. Geh doch jetzt! Los, ich helfe dir. Wohin? Da vorne! Jetzt komm, du Affenkind! Mein Gott! Ach, war ich doch schon richtig. Oh, Alter, Mo, du bist so planlos. Ich habe das Gefühl, dass ich hier derjenige bin, der unser Team anleitet. Und das ist schlecht, weil ich der Beschissene von uns beiden bin. So, das Wasser war hier irgendwo. Da ist es, da. Nimm es dir. Geh mit Gott, aber geh. Gib mir das, komm, gib mir den Eimer einfach. So, ist hier noch mehr Wasser irgendwo? Hier ist Obsidian. Hier ist Lava. Ich nehme auf jeden Fall mal Lava-Eimer. Ja, das ist sehr gut. Willst du einen haben? Nein. Falls jemand kommt. Ja, jetzt komm mit mir, los. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Komm. Denn da vorne, wo wir gerade eben waren, war noch mehr Wasser. Mehr Wasser, das war Unterwassermeer. Witz gemacht. Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz in die Lava springen. Nein, ich verbiete es dir. Ich verbiete es dir einschließlich. So, Leute, Dias haben wir schon mal gefunden. Also Folgentitel steht eh schon. Von daher kann ich mir jetzt einfach ausloggen. Und noch ein Zeug kassieren. Ihr merkt gerade vielleicht, dass es sehr gut gelaunt. Mo, vollstich ist überall Lava. So, du siehst das. Wir holen uns nämlich jetzt hier noch ein zweites Wasser, Mo. Und dann können wir eine unendliche Wasserquelle machen. Was? Was ist Höh? Was? Nix. Ja, warum? Warum sagst du dann, was ist mein Problem? Ich wollte dich ärgern. Ja, super, toll. Pass auf. Oh! Alter, hör doch auf, du Idiot! Hör doch auf, so eine Scheiße zu machen! Ich dachte, ich habe was Gutes gefunden. Fliegen. Da ist eine Höhle nach oben, da könnten Monsters kommen. Deshalb mache ich hier erstmal alles weg mit Wasser. So, hast du das zweite Wasser auch geholt? Warte doch mal. Hallo? Ja, habe ich. Sehr gut, pass auf, dann gehen wir jetzt hier vorne Dias. Da ist auch noch Wasser. My friend. Egal. Pass auf, hier sind... Ich dachte, ich sehe Diamanten, schade. Alles gut. So, warte. Sag mal, wieso nimmst du Cobblestone, du Idiot? Du hast Wasser in der Hand. Pass mal auf, soll ich dir mal Trick zeigen? Guck mal hier, Achtung. Kleine Dusche, so. So. Hier sind aber auch keine Dias mehr, ne? Schade, weil das wäre jetzt genau die Höhe gewesen. Wir sollten hier auf jeden Fall alles ausleuchten, schätze ich. Labis brauchen wir ja eigentlich auch noch, ne? Wegen Verzauern. Hast du? Ja, ist 10. Ja, das reicht ja. So, pass auf. Lass uns jetzt erstmal hier mache ich jetzt erstmal zu. Och, ich bin doch gerade hochgesprungen, du Affe. Mo, jetzt hol mal eine Dia-Pickaxe jetzt, komm. Ja, okay. Ich denke die ganze Zeit, ich habe so einen Fleck auf dem Bild. Ich denke die ganze Zeit, das ist ein anderer Spieler. Kann aber auch jemand gewesen sein, gerade bei uns der Base, ich weiß nicht. Kann sein. Also, wenn wir jetzt draufgehen, Leute, dann war es das, ne? Wäre ein bisschen blöd, aber kann passieren. Ey, Mo, ich sag dir, wenn du gleich beim scheiß Obsidian-Farm sterben solltest, ne? Das ist so eine typische Mo-Aktion, Alter. Ich seh's schon kommen, Junge, ich seh's schon kommen. So, ich buddel mich jetzt nochmal hier in die Leute, Alter. Hier in den Gang rein. Und dann gucken wir mal, dass wir hier nämlich noch einen wunderschönen paar mehr Dias finden, meine Freunde. Denn das ist ganz wichtig, denn wir möchten natürlich hier, wie gesagt, ein paar Dias finden. Wir haben auf jeden Fall genügend Eisen für ein Anvil. Dann können wir nämlich schon mal ein richtig geiles Eisenschwert craften. Das zusammenbauen. Und dann haben wir nämlich schon mal echt gute Verteidigung. Wir haben Dia-Eimer, wir haben Wassereimer, wir haben Dia-Eimer. Was laber ich hier eigentlich, Alter? Wie viel Obsidian brauchen wir? 4. Okay. Pass auf, ey, warte, ich weiß schon, wie du, dass du das falsch machst. Ich sag nein, jetzt, ich fall nicht rein, pass doch, chill doch dein Leben. Lass es so. Das ist sicher, du Affenkind. Junge, Junge, ich wusste, dass du das falsch machst. Mo, wenn du dich nicht herunterstellst, geht der in die Lava rein. Ja, dann fall ich auch in die Lava. Nein, das Junge. Wasser, mach doch die Lava weg. Okay. Guck da, wow, Alter, Lifehack, Junge. Lifehack des Todes, du Affenkind. So. Ich buddel hier vorne mal weiter nach Dias, mein Freund. Du machst, wie gesagt, in der Zwischenzeit unseren wunderschönen Enchantment-Table. Beziehungsweise, da du wahrscheinlich das Rezept nicht kennst, mach ich den. Und ich kümmere mich hier vorne weiter um ein paar Diamanten. Wer hat das Rezept versteckt? Boah, ich hasse dich. Ich will alleine Varo aufnehmen. Können wir die nächste Folge bitte getrennt voneinander machen? Und wir tauschen uns nur noch in Teamspeak kurz aus, was der andere gemacht hat. Das ist ja nicht wahr. Ich hab vier Stück. Was? Vier Lava? Ja. Super, toll. Hast du das Wasser wieder mitgenommen? Ja. Hast du nicht, du hast keinen Eimer. Guck mal. Was? Mo! Junge, du Idiot. Knapp. Gib mir das Obsidian. So, pass auf. Hast du gerade gegessen? Ja, ne? Nein,
Mann! So, pass auf, ich mache jetzt den Enchantment Table ganz kurz, Leute, ja, und dann können wir endlich mal auch die Rüstung verzaubern. Nee, die wird nicht verzaubert, mein Freund. Ja, klar. Es bleibt alles so, wie es ist. So, auf dem Hebel so nicht. Du Zuckerschnude. So, wir könnten jetzt eigentlich schon Diaschwert zusammen craften, Mo, ne? Diaschwert? Ja, wir könnten für jeden zwei Diaschwerter machen, die zusammen craften schon. Das bringt doch aber gar nichts. Ein Eisenschwert ist doch stärker, wenn du die zusammen dingst. Weiß ich ja nicht. Guck mal, wir haben jetzt halt drei. Ja, ist es. Hä? Wir können doch lieber Dia-Rüstung und Eisenschwerter. Haben ganz viele in die Kommentare geschrieben. Okay, wenn die Leute das in die Kommentare geschrieben haben, ja, Mo, dann ist das so. Die haben doch alle Ahnung. Die wissen doch, wie es läuft. Pass auf, Mo, mach keine Kacke. Ich passe auf dich auf, während du verzauberst, weil das wäre jetzt so ein typischer Moment, wo wir gesniped werden könnten. Ich mache in der Zwischenzeit mal ein paar Schwerter. Ich wollte nicht sagen, so, ich passe auf und mache dann in der Zwischenzeit was anderes. So, wie lange brauchst du noch? Ich habe jetzt erstmal auf meine Rüstung alles gemacht. Soll ich schon mal Schwert verzaubern? Ja, hast du auf deine Rüstung irgendwas Vernünftiges drauf gemacht denn? Ja, Schutz 1. Ja, ist doch schon mal gut. So, pass auf, dann mache ich das gleich jetzt auch mal. Pass mal auf. Ich packe mal hier alles wieder rein. Dann machen wir nämlich gleich ein Anvil schon mal. Dann können wir nämlich jetzt erstmal schön hier ausstatten. So, gib mal bitte das Lapis. Habe ich nicht. Ich hab selber. Kiste. Alter, das ist echt. Gut, wir haben auf jeden Fall schon mal verzauberte Rüstung. Das ist gut. Sehr gut. Protection 1. Sexy, Leute. Gib mal Lapis, Alter. Mo, ich denke die ganze Zeit, da vorne ist jemand hier rechts in der Ecke, ne? Ja, gib trotzdem mal Lapis. Ich kann ja noch die Spitzhacke, die Diamantspitzhacke verzaubern, oder? Protection 1. Protection 1. Protection 1. Sehr schön, Leute. So. Auf jeden Fall die Rüstung erstmal vollends verzaubert. Hier ist der Lapis. Wie geht ein Amboss? Ich mach jetzt einen Amboss. Mach du mal hier, verzauber mal Schwerter mit Schärfe, bitte. Okay, so schon. Verzauber mal alle Schwerter mit Schärfe, bitte, Mo. Ich mache in der Zwischenzeit den Amboss. So, dann können wir den eben schon mal zusammen craften, meine Freunde. Dann sind wir nämlich eigentlich echt ganz gut ausgestellt, Alter. Wir sind schöne Ausstellungsstücke. Ganz gut aufgestellt. Wo hast du denn jetzt wieder das Lapis? Och, Junge, Alter. Junge, was ist denn dein Problem, Mo? Also, ich habe das Gefühl, es gibt hier große Kommunikationsschwierigkeiten bei uns beiden. Ja? Das muss man mal ehrlich sagen. So, ich habe den Anboss hier hingestellt, den Anboss, Alter. Und ich fahre mir vorne in der Zwischenzeit nochmal ein paar Level Redstone. Denn das tut gut und macht Spaß und bringt außerdem Freude im ganzen Land. Hoi, hoi. So, dann können wir nämlich, wie gesagt, unser Schwert verzaubern. Wenn ich jetzt Schärfe 1 und Schärfe 1 Schwert, kommt ein Schärfe 2 raus, ne? Richtig, und Schärfe 2 und Schärfe 2 gibt Schärfe 3 und so weiter. Schärfe 2 Schwert. So, dann mach noch ein Schärfe 2 Schwert. Muss ich wieder meinen ganzen Level opfern, oder was? Junge, ich bin noch gerade dabei, welche zu farmen, du Holzkopf. Also Mo, ich habe das Gefühl... Schärfe 2... Alter! Was, Junge? Warte. Sneak mal. Läufst du gerade? Ja. Also, ich habe gerade Schritte gehört. Nee, das kann nicht sein, dass da... Nee, das ist ein Fleck auf meinem Bildschirm. Alles gut, okay. Ah, Mann, warte mal, es tut mir leid. Ich brauche ein bisschen Spannung, Alter. So, gib ich mal. Ich habe keine Level mehr. Ich habe zwei Level. Pass auf, ich... Gib mir mal die Schwerter. Ich gebe dir... Du machst noch das und... Gib mir Lapis. Gib mir Lapnis. Gib mir Leibniz. Los. Also ein Schärfe 2 Schwert. Brauch nur ein zweites. Hast du schon Schärfe 3 auf deinem Schwert? Schärfe 2. Hä? Ja, du musst jetzt noch ein Schärfe 1 und Schärfe 1 machen. Warte, ich muss ganz kurz ein irgendwas anderes in Holzschwert. Wäre doch besser, wenn wir beide die gleichen haben. Warte ganz kurz, so. Knockback. Scheiße. Hast du jetzt dein Holzschwert verzaubert? Wir können kein Schärfe mehr machen, Mo. Wir können kein Schärfe mehr machen. Warte mal ganz kurz. Was hast du denn jetzt? Wie viele Schwerter hast du jetzt? Hast du noch ein Schwert? Ich habe ein Schwert im Inventar mit Schärfe 2. Okay, wenn du mir das gibst, habe ich schon mal ein Schärfe 3 Schwert. Ja, dann hier. Soll ich das zusammen craften? Mach doch! Aber gib mir auch irgendeins. Ich habe jetzt hier ein Sharpness 3 Schwert. So, das hat schon mal ganz schön viel Attack Damage. Warte mal. So, können Sie deswegen seid ihr schon mal Level farmen oder irgendwas Sinnvolles machen, statt hier nur blöd rumzustehen? Gib mal Lapis, ich tue die Spitzhacke, die Diamantspitzhacke noch ein bisschen hier. Dingsen. Hier, du hast jetzt ein Schärfe 1 Schwert, Mo. Hier, bitteschön. So. Super. Das ist total scheiße. Egal. So, pass auf. Ich guck mal, ob wir vorhin noch irgendwo Dias haben. Ich fahre mal ein klein bisschen weiter. Ich buddel mich mal hier in die Wand rein. Vielleicht haben wir noch Glück. Und ja, Leute, wir haben auf jeden Fall ein riesiges Enchantment-Update bekommen. So viel kann ich mal sagen. Oh mein Gott! Was denn? Junge. Was? Oh mein Gott, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Pass auf, ich komme hier um diese Ecke. Ja. Und ich habe einfach nur dieses Hinterteil von dir gesehen, den Schuh oder so. Und ich dachte, das wäre jemand anderes, weil ich dachte, du bist noch an den Kisten. Und dann komme ich um die Ecke und dann steht da wirklich jemand und es warst aber du. Halt deine Fresse. Junge, Alter, mein Herz ist gerade fast weg. Was hast du auf der Diamantspitzhacke jetzt draufbekommen? Haltbarkeit. Du Spasti. Junge, du siehst doch, was da rauskommt.
Ja, ja, Haltbarkeit. Ja, wieso versuchst du nicht wenigstens Lack oder sowas rauszubekommen, du Idiot? Ja, warum nicht Haltbarkeit? Ja, weil scheiße ist, weil wir nicht so lange überleben, dass wir das brauchen, diese Verzauberung. Ja klar, überleben wir lange. Ja, ja, du denkst, die wie ich das immer höre, Alter, wie gewinnen Varo, Junge. Ich kann es nicht mehr hören, diese Scheiße. So, Leute, wir sollten uns auf jeden Fall mal ein bisschen fokussieren hier. Ernsthaftigkeit ist jetzt hier gefragt, ja? Es ist ganz wichtig, meine Freunde. Wir müssen ernst sein. Aber die ganze Zeit, ne, noch? Ja, natürlich tue ich das. So, okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwo ein paar Dias finden. Bis dato, einmal ist Glück gehabt tatsächlich, ein einziges Mal. Aber wir werden jetzt gleich gekickt. Okay. Das heißt, wir sind in wenigen Minuten wieder zurück, beziehungsweise Leute, für euch geht es dann morgen weiter bei Minnekraft Varo. Schaut beim lieben Mo vorbei, der Junge hat's verdient. Oder auch nicht. Abonniert ihn. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Beziehungsweise jetzt auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss.